herzlich willkommen in meinem Video. Heute möchte ich euch ganz gerne 6 Kinderbücher vorstellen für, ich sag mal, das Alter zwischen 2 bis 4 Jahren. Und die drehen sich alle thematisch rund um Weihnachten. Und damit es nicht allzu lang wird, starten wir direkt los. Ich werde jetzt hier in der Vorweihnachtszeit 1, 2, 3 Videos online stellen. Bitte macht euch keine Hoffnung, dass das wieder zur Regelmäßigkeit wird. Ich sehe das mehr so als saisonale Episode, wie so eine Art Staffel. Und wenn die Staffel abgeschlossen ist, dann werde ich wieder übergehen zum normalen Bloggen. Auf meinem Blog hat sich auch einiges getan. Wer da mal vorbeischauen will, gabelschereblog.de, einfach mal reinklicken. Für die Allerkleinsten habe ich euch auch schon mal gezeigt, glaube ich, von Ars Edition. Die Bücher kennen, glaube ich, viele. Das ist eigentlich mehr, sage ich mal, so eine Art Gimmick-Idee. Das ist jetzt nicht wirklich zum Vorlesen. Aber es ist auch immer eine schöne Geschenkidee und bei diesem Buch kann ich euch nur raten, googelt mal insgesamt das Internet ab, wo es das gibt, weil die sind häufig vergriffen. Ja, mein kleiner Sohn findet das prima und wir haben viel Spaß damit. Als nächstes einen Zufallstreffer, den habe ich bei uns im Gartencenter gefunden und zwar aus dem Gerstenberg Verlag, das Buch Stille Nacht, das leiseste Weihnachtsbuch. Und das ist es auch wirklich. Also innerhalb des Buches geht es eigentlich nur darum, was es alles für Szenarien im Winter oder in der Weihnachtszeit gibt, die für das Kind leise sind. Und das fand ich insofern auch mal schön, weil ja, Kinder sind von Natur aus laut und energiegeladen. Und als Eltern wünscht man sich vielleicht manchmal, dass es mal ein bisschen ruhiger zugeht. Und gerade in der Weihnachtszeit, das lädt eigentlich ein, wenn überall die Lichterketten sind, wenn es gemütlich ist, Kissen, Decken, kuschelige Zeit, dass man den Kindern dann auch mal die Ruhe so ein bisschen nahe bringt. Und da eignet sich das Buch ganz schön für. Auch ein Klassiker, den ich euch in der Art auch schon mal gezeigt habe, nämlich aus dem Gabriel Verlag, kommt Wir feiern Weihnachten. Davon gibt es ja auch das St. Martins Buch, das habe ich auch schon mal hier gezeigt auf dem Kanal. Und ich finde ganz schön, dass dieses Buch so zweigeteilt ist. Zum einen erzählt es so rudimentär die Legende selbst, die dahinter steckt. Vielleicht jetzt nicht biblisch genau, was da jetzt passiert ist und vielleicht auch nicht 100% korrekt erzählt, aber es ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und dann gibt es einen Wechsel innerhalb des Buches auf die heutige Zeit und wie die Kinder heute Nikolaus feiern. Und das finde ich persönlich ganz, ganz schön gemacht. Ist in Reimen geschrieben und wir haben es auch letztes Jahr schon geschrieben. Also es ist definitiv so ab 2,5, 3 Jahren geeignet. Ja, jetzt kommt Conny, meine Freundin Conny. Nicht jeder ist ein Fan von Conny, das weiß ich. Und darum will ich da auch gar nicht zu viel drüber erzählen. Ich finde Conny-Bücher an sich immer ganz gut. Die sind schön geschrieben von der Sprache her und den Text kann man sich so ein bisschen auch selber kürzen. Wenn man nicht ganz so viel vorlesen möchte, kann man innerhalb des Textes immer so ein bisschen springen und trotzdem die Geschichte erzählen. Darum ist es, finde ich, auch ein Buch, was so von 3 bis 4, 5 Jahren immer noch gut vorzulesen ist, weil die Kinder, je älter sie werden, natürlich mehr verstehen innerhalb dieses Buches. Und ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Dann kommen wir jetzt zu einer Empfehlung von euch aus der Community. Hat mir jemand empfohlen, Der allerkleinste Tannenbaum. Und das ist aus dem Wittig Verlag. Ich finde, man muss erst ein bisschen hineinkommen in die Geschichte, aber Marie hat das Ganze relativ schnell verstanden und fand das Buch dann trotzdem schön, obwohl die Bilder eher ruhig sind und ja eher, ich sag mal, so ein bisschen rudimentär, so ansatzweise nur gemalt sind und jetzt nicht so originalgetreu gemalt sind. Es sind schöne Bilder und die laden eben dazu ein, dass das Kind eher zuhört. Und ich glaube persönlich, dass Marie die Message hinter der Geschichte auch schon verstanden hat. Wer jetzt nicht christlichen Glaubens ist, der sollte sich das vielleicht nochmal angucken. Aber für alle Christen, kommt dann auch das Jesus-Baby drin vor. Das vielleicht nur so als Disclaimer, weil ich weiß, dass viele von euch zuschauen, die jetzt nicht unbedingt christlichen Glaubens sind. Trotzdem ist das eine sehr schöne Geschichte darin und ganz wunderbar beschrieben.
Ja, und dann kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel in Maries Büchergeschichte, nämlich Astrid Lindgren. Sie hat bis jetzt noch kein Astrid Lindgren-Buch, aber ich freue mich schon darauf, dass wir da jetzt so langsam mit starten können. Ich habe mir jetzt mal bestellt, guck mal, Madita, es schneit. Eigentlich wollte ich Lotta kann fast alles kaufen, aber das hat meine Mutter zu Hause und die Oma soll ja auch noch was zum Vorlesen haben, weil die Geschichte finde ich mir auch sehr süß. Und die ganze Madita-Reihe kennt Marie auch noch nicht. Da muss ich, glaube ich, noch so ein bisschen aufholen oder nachholen. Das kann man ja peu à peu erweitern. Man muss dazu sagen, das ist jetzt schon eher was für ältere Kinder. Also ich finde, es ist schon eher so für 3,5, 4, 5-jährige Kinder, weil es hat auch sehr, sehr viel Text. Wobei man auch da natürlich den Text immer so ein bisschen überfliegen kann und trotzdem die Geschichte erzählen kann. Aber auch aus einem anderen Aspekt ist dieses Buch eher für ältere Kinder, weil es geht schon auch darum, dass die Lisabeth, also das kleine Mädchen in dem Buch, geht verloren und ist dann alleine im verschneiten Wald und glaubt, sie müsste jetzt sterben. Und das steht da auch so drin, sie glaubt, sie denkt, sie muss jetzt sterben und sie weint und ruft nach Mama. Also das muss man dazu sagen, wenn die Kinder so ein bisschen zart beseitet sind oder vielleicht Verlustängste haben, gerade im Moment kann ja immer mal vorkommen in so einer Kleinkinderphase, dann sollte man es vielleicht nicht so vorlesen oder so ein bisschen die Geschichte rauskürzen für sich. Ich fand es am Anfang auch so ein bisschen schockierend und dachte, oje, oje, hoffentlich kriegt die Marie jetzt nicht Albträume oder so, dass sie alleine nachts im Wald ist. Aber das Ganze hat ja nimmt ein gutes Ende natürlich. Und Marie hat das ganz gut verkraftet. Wir teilen uns das Buch immer auf. Wir lesen den einen Abend die erste Hälfte des Buches und am nächsten Abend dann die nächste Hälfte des Buches. Und das ist auch was ich jetzt so ein bisschen vorantreiben möchte, dass man auch so kapitelweise mal längere, größere Geschichten lesen kann mit ihr. Und bis jetzt klappt das ganz gut. Ich finde, es ist eine wunderschöne Wintergeschichte und ich kann sie euch nur empfehlen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen bekommen. Wenn ihr noch schöne Vorschläge habt, was Weihnachts- oder Winterbücher angeht, dann schreibt sie doch hier in die Kommentare, sodass alle daran teilhaben können an euren Ideen oder was ihr so für Lieblingsbücher habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Weihnachtsvideo wieder. Macht's gut! Tschüss!